Mike Büskens bringt 5 neue im Vergleich zum 2:2 gegen Sassuolo. Die 18-jährigen Wöber und Turnwald geben ihre Bundesliga-Debüts und die Hütteldorfer starten gegen den WRC wie der Rapid-Trainer, nämlich initiativ. Die 5. Minute. Jelic mit der Flanke auf Kvilicaja. Der bringt den Ball aber nicht aufs Tor. Rapid diktiert in einem variablen 4-2-3-1-System das Spiel. Jelic kommt über den linken Flügel, taucht aber auch immer wieder im Strafraum auf. So auch in Minute 18. Turnwald bricht über die rechte Flanke durch. Die Wolfsberger können nicht verhindern, dass Jelic zum Abschluss kommt. Aber Dobnik zeigt seine erste von vielen sehenswerten Paraden. Heimo Pfeifenberger sieht, dass seine Mannschaft zwar unterlegen ist, aber der ganz große Druck von Rapid kommt in Hälfte 1 nicht zustande. Dieser Abschluss von Louis Schaub ist noch der gefährlichste. Die Wolfsberger haben ihrerseits wenige Offensivaktionen zu verzeichnen. Dennoch müssen sie mit der ersten nach einer guten halben Stunde eigentlich in Führung gehen. Jacobo hat viel Zeit, kann sich den Ball herrichten für eine klasse Hereingabe. Und Gerald Nutz ist dann zu überrascht, um auf 1:0 zu stellen. Zum ersten Mal ist die Rapid-Defensive nicht im Bilde. Schösswetter ist überrascht, dass der Ball durchkommt. Das gleiche gilt wohl auch für Nutz. Für die Kärntner ist diese Szene aber wie ein Weckruf. Dem ersten Nadelstich folgt gleich ein zweiter. Janek in Minute 43 wird's wieder gefährlich. 0:0 zur Pause für beide Trainer. Ist noch alles möglich zu Beginn der zweiten Hälfte. Rapid hat dann weiterhin 2/3 Ballbesitz, braucht aber lange, um Torgefahr zu erzeugen. Aber nach einer Stunde geht es dann mehrfach richtig zur Sache. Murg mit dem Cut in die Mitte. Der Schuss wird dann doppelt abgefälscht. Geht drüber. Es folgt die Ecke von Santo. Und dann ist Mario Sonnleitner ganz knapp dran an einer Führung. Dobnik rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt. Halb wird er von Sonnleitner angeköpfelt, halb pariert er. Rapid will in der gefährlichsten Phase einfach kein Treffer gelingen. Kurz darauf versucht der eingewechselte Joelton. Dobnik führt aber einmal mehr seine magnetischen Eigenschaften ins Treffen. Die Grünen bringen den Ball einfach nicht ins Tor. Was kommt vom WAC? Für die Kärntner geht es erst kurz vor der Schlussviertelstunde wieder vor den gegnerischen Strafraum. Janek wird von Sonnleitner gelegt. Der sieht gelb. Zuvor ist die Ballmitnahme von Janek an der Grenze zu einem Handspiel. Und dann kommt es aus Rapidsicht, wie es kommen muss. Der doppelte Zwinkerer von Offenbacher kündigt Kurioses an. Offenbacher verzögert bewusst per Stolperer. Strebinger kann den Ball nicht festhalten und Philipp Prosenik stellt auf 1:0 für den WRC. Der Leihspieler von Rapid bringt die Gäste 15 Sekunden vor Beginn der Rapid-Viertelstunde in Führung. Offenbachers Slapstick-Einlage irritiert Strebinger vielleicht ein wenig. Bitter aus der Sicht des Goalies, dass Prosenik den Torwartfehler eiskalt bestraft. 7. Saisontor für den Stürmer. Beim ersten Spiel hatte er zum Ausgleich getroffen. Heute bringt er die Kärntner in Führung. Rapid wirkt danach geschockt, wirft in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Christian Dobnik lässt sich aber heute nicht bezwingen, hält den 3:0-Sieg in Folge für die Wolfsberger fest. Am Ende gibt's gellende Pfiffe im Allianzstadion. Der schwer enttäuschte Mike Büskens muss die 4. Liga-Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Ja, und das ausgerechnet Leihspieler Prosenik den SK Rapid K.O. schießt. Das passt zur aktuellen Lage in Hütteldorf. Wir haben uns viel vorgenommen, haben einiges umsetzen können. Nur das Tor schießen haben wir dann am Ende nicht zusammengebracht. Und ja, deswegen haben wir dann auch verloren. Ja, ist natürlich für uns eine riesen Enttäuschung, weil wir uns viel vorgenommen haben. Nach dem gestrigen Ergebnis von Sturm wollten wir unbedingt auf 6 Punkte ran. Jeder Spieler will gewinnen, ich glaube, sonst hat man einen falschen Job sich ausgesucht. Und ja, bei jedem Einzelnen hat man es halt gesehen, dass er wollte, aber wir haben es leider nicht geschafft. Vor 2 Wochen da hatten wir 30 Torschüsse, jetzt haben wir 27. Und in Summe haben wir in beiden Spielen kein Tor gemacht. Das ist,
das ist wirklich etwas, was wehtut. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir mal eine richtig gute Phase gehabt, wo wir drei, vier Ecken hintereinander gehabt haben, wo wir richtig Druck aufgebaut haben. Und ich denke, dann ist eigentlich kurz danach das 1-0 gefallen für den WRC. Klar ist man da kurz am Boden, aber wir haben trotzdem probiert, weiter zu kämpfen. Und den Ausgleich probiert, dass wir es schaffen, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Und sind letztendlich daran gescheitert, dass wir nicht effektiv waren. Weil du hattest die Gelegenheit, vor der zweifelsohne riesigen Chance vom WRC in der ersten Halbzeit, hattest du die Möglichkeit, ein oder zwei zu machen. Gerade nach den vielen englischen Wochen hätte uns das gut getan, weil die Mannschaft einen richtig hohen Aufwand auch heute wieder betrieben hat. Das ist uns nicht gelungen, so blieb die Partie lange offen. Hatten in der zweiten Halbzeit auch wieder Möglichkeiten, wo Dobnik teilweise gut hält, wir in unseren Abschlüssen zu zentral waren. Ja, wir müssen jetzt einfach schauen, wir haben jetzt knapp zwei Wochen Pause, dass wir einen Kopf frei bekommen und dass wir wieder selbst daran danken. Ich denke, es ist schwierig, aber wir wissen ja, dass wir mehr können. Wir müssen es noch mehr zeigen. Es ist klar, dass die Fans nach so einem Spiel enttäuscht sind. Es kommen wieder, weiß nicht wie viele, ins Stadion und unterstützen uns 90 Minuten und dann geht man da mit einem 1-0 oder mit einem 0-1 nach Hause. Das ist natürlich sehr bitter für uns, für die Fans, für alle Beteiligten. Ja, ist natürlich ein Highlight für uns vom WRC, wenn es Rapid auswärts besiegen kannst, weil das ja nicht alle Tage passiert. Also von dem her ein Riesentag. Und zum Spiel jetzt, ich glaube, Rapid war einfach trotzdem dominant. Wir haben sehr viel investieren müssen. Rapid hat natürlich die besseren Chancen gehabt oder mehr Chancen gehabt. Wir haben erst die Halbzeit zwei, glaube ich, also eine hundertprozentige gehabt und dann noch eine zweite gute dazu. Aber ja, Rapid hat die zweite Halbzeit noch mehr Druck gemacht. Aber wir haben in gewissen Phasen auch das Glück gehabt und dann haben wir durch den Freistoß durch den Prosi einfach auch das Tor gemacht, was auch Rapid nicht gemacht hat, und das hat letztendlich auch gereicht und wir sind natürlich überglücklich. Danke sehr. Mike, darf dich bitten, man sieht es wieder auf der Statistik, 27 Torschüsse, nutzt alles nichts bei null Toren. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ist natürlich für uns eine riesen Enttäuschung, weil wir uns viel vorgenommen haben. Nach dem gestrigen Ergebnis von Sturm wollten wir unbedingt auf 6 Punkte ran. Haben dann heute Morgen noch mal zwei Nackenschläge bekommen, als Pavel und Maxi sagten, Pavel sagt es geht nicht, die Gefahr ist zu groß, dass da was am Muskel passiert. Und Maxi gesagt hat, er hat Schmerzen, nachdem es gestern Zusammenprall mit Mugi gab. Trotzdem haben wir versucht, nach vorne zu agieren, dem Gegner Druck zu machen, um von Anfang an zu zeigen, dass wir diesen Dreier wollen. Haben uns, du hast es gerade gesagt, wieder knapp 30 Mal in Schussposition gebracht oder Abschlüsse gesucht und sind letztendlich daran gescheitert, dass wir nicht effektiv waren. Du hattest die Gelegenheit, vor der zweifelsohne riesigen Chance vom WRC in der ersten Halbzeit, hattest du die Möglichkeit, ein oder zwei zu machen. Gerade nach den vielen englischen Wochen hätte uns das gut getan, weil die Mannschaft einen richtig hohen Aufwand auch heute wieder betrieben hat. Das ist uns nicht gelungen, so blieb die Partie lange offen. Hatten in der zweiten Halbzeit auch wieder Möglichkeiten, wo Dobnik teilweise gut hält, wir in unseren Abschlüssen zu zentral waren und kriegen dann durch diesen Freistoß das 0-1. Für uns definitiv ein bitterer Moment, weil wir auch heute mit einem ganz, ganz jungen Team wahnsinnig viel investiert haben und am Ende mit leeren Händen dastehen. Danke. Danke sehr. Darf ich eure Ihre Fragen bitten? Kurzes Handzeichen und das Mikrofon wird gerne gebracht. Und
wären wir sehr schnell wieder fertig, was mich wundern würde, aber doch, bitte, Kollege Thomas Muck ganz hinten und ich glaube dann der Conny Lenz von der Kärntner Krone. Dann fange ich an, Mike. Das Einzige, was man der Mannschaft heute wahrscheinlich vorwerfen kann, ist die Qualität im Abschluss, oder? Ja, wie gesagt, wir saßen hier vor 2 Wochen, da hatten wir 30 Torschüsse, jetzt haben wir 27 und in Summe haben wir in beiden Spielen kein Tor gemacht. Das ist wirklich etwas, was wehtut, weil wie gesagt, die Jungs, die haben versucht zu spielen, zu kombinieren, sie haben wahnsinnig viel im Läuferischen und im Kämpferischen geleistet und ja, stehen jetzt zu Null. Ja. Ist es die Routine oder woran liegt es dann in diesen Situationen? Also manchmal das Quäntchen, aber auch zum Teil auch die Ruhe, weil ich habe es eben gesagt, wir haben teilweise zentral abgeschlossen auf den Torwart, weil wir vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe die Bälle besser hätten in die Ecken legen können. Ja. Na, kurz vor Schluss rettet der eigene Spieler, glaube ich, na, in einer sehr aussichtsreichen Position aus 6-7 Metern. Ja, das ist so, wie es ist. Danke. Conny, war das? Habe ich das nicht missinterpretiert? Mikrofon kommt. Conny Lenz von der Kronenzeitung aus Klagenfurt. Danke. Heimat, dein erster Gedanke beim Freistoß und so in dem Moment oder in der Sekunde, wo der Offi am Boden liegt? Oder sie was einfallen lassen. Das war mein erster, ich habe nichts gewusst davon, aber ja. Sie haben es probiert und anscheinend. Und er hat sich was einfallen lassen. Ja, der Offi. Also ich glaube, das war schon abgeschaut, also das geplant. Und, aber mir hat er vorher nicht gesagt, dass er sich da vor, wenn er anläuft, kurz niederlegt. Es gehört auch nicht zum Trainingsrepertoire. Nein, das ist ein bisschen die Kreativität von die Spieler natürlich. Ja. Aber jetzt ist es leicht zum Sagen, wenn man da schießt und wenn man gewonnen hat, ist alles ja, viel, viel leichter. Aber wir haben trotzdem auch, also gerade in unserem Offensivspiel, wir haben lang keine Bälle halten können, fahren, dass wir nachrücken können und so. Also wir haben schon auch noch viel Arbeit, speziell was das Offensivspiel betrifft. Dankeschön. Kann ich noch eine Nachfrage? Nein. Bitte sehr, von Kärnten nach Kärnten. Ewald, bitte. Einmal speziell nach der Halbzeit hat die Mannschaft ja nach vorne hin sicherer und cleverer agiert. Wir sind ja in der zweiten Halbzeit dann auch besser ins Spiel gekommen. Was war in der Halbzeit los? Was hast du mitgeben können, dass dann doch die gleiche Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit auch das Gesicht gezeigt hat? Ja, ich glaube, dass einfach auch von der Positionierung wichtig war. Wir haben erst die Halbzeit Riesenprobleme gehabt, weil die Halbspurspieler ein bisschen zu bord gewesen sind für uns. Und das haben wir anders gestellt dann, zweite Halbzeit. Jetzt waren wir zumindest kompakter. Und wir haben halt auch gesagt, dass wir das Spiel mehr über die Außenverteidiger auflösen müssen, das Offensivspiel, weil sonst ziehen wir das Spiel, kommen wir überhaupt nicht ins Spiel. Und natürlich auch von den Stürmern her fahren, dass wir einfach Appelle einmal halten, dass die ganze Mannschaft einmal nachrücken kann und dass wir nicht uns immer in den Gegner reintragen, sondern einmal weg vom Gegner und das Spiel einfach wie trotzdem dann über außen weiterentwickeln. Und ich glaube, das ja, war zweite Halbzeit ein bisschen besser, aber da haben wir trotzdem Luft nach oben. Dankeschön. Bitte sehr, wer möchte als Nächster? Das ist kein weiter Weg. Alex Huber, bitte. Herr Büsklins, jetzt ist die Länderspielpause, danach sind dann ganz schwere Gegner. Wie haben Sie jetzt vor, die Mannschaft aufzurichten und was kann man auch verändern? Es ist ja, auch wenn jetzt viele Chancen vergeben wurden, man muss ja wahrscheinlich auch versuchen, etwas an sich zu verbessern, zu verändern in der Mannschaft, in der Formation, in gewissen Abläufen. Ja, Automatismen werden wir weiterhin versuchen einzuschleifen, obwohl natürlich durch diese Länderspielpause, die uns 2 Wochen Spielbetriebspause gibt, aber natürlich auch entscheidende Spieler wieder weg sein werden. Ich glaube, 7 an der Zahl werden es sein, die weg sind. Und von daher geht es darum, das zu analysieren,
auch visuell, um den Jungs die Möglichkeiten, die Räume wieder aufzuzeigen. Und das muss der Ansatz sein. Dankeschön, bitte. Alles Gida von der APA. Herr Büskens, der Unmut der Fans ist nicht gerade kleiner geworden jetzt nach dem Spiel. Gehen Sie davon aus, dass vielleicht die Clubführung in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen ziehen wird in irgendeiner Position im Verein? Weiß ich wirklich nicht. Dass wir alle enttäuscht sind, ist doch normal. Ja? Dankeschön. Bitte noch der Kärntner Krone, auch die Wiener Kronenzeitung, Rainer Bortenschlager. Die Enttäuschung ist nachzuvollziehen, aber wo ist der Unterschied von vor 3 Wochen? Also immer wieder dasselbe, wie kommt man aus dieser Geschichte raus? Jetzt hatte man Arbeitssiege, die waren wichtig, Blau-Weiß-Linz, Admira. Jetzt ist es ein Schritt vor, 2 Schritte zurück. Was macht Hoffnung, dass sich das ändert? Dass die Jungs bis zuletzt gegangen sind, ja, dass sie sich nie haben hängen lassen, dass sie es unbedingt wollten. Das ist ein Faktor, der uns Vertrauen gibt. Ja, sie sind nicht weggebrochen, sie haben nicht resigniert, sondern sie haben bis zuletzt versucht, an diesem Resultat was zu ändern. Gibt es jetzt irgendein Gespräch mit Präsidium oder ist das, erwarten Sie irgendwie, dass das Präsidium uns hier herankommt? Weiß ich nicht, wirklich nicht. Also ich war nach dem Spiel in der Kabine, komme jetzt aus der Kabine, nachdem ich bei euren Kollegen war, hierhin. Wir sind in diese Saison gestartet mit einem neuen Stadion, in dem wir uns befinden. Wir sind in der Saison gestartet mit einem hervorragenden Karten-, Logen- und Hospitality-Verkauf. Wir sind in der Saison gestartet mit de facto einem Rekordbudget und wir haben uns wirklich vorgenommen, das war auch immer der Plan, in dieser Saison ganz ernsthaft um den Meistertitel zu spielen und die Mission 33 zu erreichen. Auch wenn ganz sicher alle ihr Bestes gegeben haben, zählen im Fußball in letzter Konsequenz Resultate und in letzter Konsequenz lügt die Tabelle nicht. Wir sind weiterhin 9 Punkte hinter Sturm. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, mit sofortiger Wirkung sowohl den Cheftrainer Mike Büskens als auch den Sportdirektor Andreas Müller vom Dienst freizustellen und zu beurlauben. Thomas Hickersberger übernimmt interimistisch das Training für die Kampfmannschaft und wir werden in den nächsten Tagen, das Ziel ist noch innerhalb der Länderspielpause, einen Nachfolger auf dem Cheftrainerposten bekannt geben. Wir schätzen Kontinuität schon sehr und wir machen uns diese Entscheidungen nicht leicht. Wir betreiben definitiv keine Hire-and-Fire-Politik und deswegen war es eine schwere Entscheidung, die wir zu treffen hatten, aber angesichts der Situation sind wir überzeugt davon, dass es die richtige ist. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt, was die Nachbesetzung des Cheftrainers betrifft, sehr bald eine Aussage machen. Es hat natürlich jeder von uns eine Gefühlslage, ja? Und jeder wäre sehr rasch bereit, eine Bauchentscheidung zu treffen. Die Krux ist nur dabei, niemand hat den göttlichen Funken und deswegen versuchen wir, Entscheidungen so weit wie möglich zu objektivieren, durch einen Kriterienkatalog, durch eine Bewertung aufgrund von Hearings entlang dieses Kriterienkatalogs, dann kann man die Bauchentscheidung vielleicht auch etwas durch Objektivität ergänzen und nicht nur durch den göttlichen Funken, den in Wirklichkeit niemand hat. Der Kriterienkatalog hat, ich glaube, 12 verschiedene Kriterien. Da ist natürlich ein Punkt davon bei der Auswahl, der bewertet wird, die Wirkung des Trainers in der Rapid-Community. Das heißt, Rapid-Vergangenheit hat immer, derjenige hat immer einen Bonus. Das ist aber einer von 12 Punkten. Ja? Und die anderen 12 Punkte sind Erfahrung in der österreichischen Bundesliga, internationale Erfahrung, vorzuweisende Erfolge, nachweisliche Entwicklung von jungen Spielern und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt nicht alle 12 Punkte im Kopf. Diese Punkte sind gewichtet und dann gibt es eben einen Personalausschuss, der in Hearings entlang dieser Punkte bewertet. Man trifft immer wieder Personen, die in Frage kommen,
für solche Dinge, aber jetzt nicht konkret aus dieser Situation heraus, aber natürlich sprechen wir mit Trainern, die in Österreich tätig sind, außerhalb von Österreich tätig sind, immer wieder, aber jetzt nicht konkret für diese Situation. Erfolge vorzuweisen ist natürlich ein Kriterium, aber Erfolge können unterschiedlich definiert werden durch Meistertitel, durch unterschiedliche Dinge. Ich persönlich verabschiede mich von dieser Mission erst, wenn sie rechnerisch nicht mehr möglich ist.